Okay. Auf jeden Fall zwei Endings muss ich euch noch zeigen. Ja. Eins davon beginnt hier ein Kampf der Seele. Müssen wir das hier spielen? Eins damit hat zu tun, dass wir dann. Okay, aber nicht das Busticket stehen lassen. Und das andere kriegen wir hoffentlich auch noch hin. Hat etwas damit zu tun, dass wir hier. So hier Nacht der Seele. Markus eine friedliche Demonstration laufen lassen. Ich habe hier heute ein sehr trauriges, aber berührendes, sehr berührendes Ende für euch noch zu zeigen. Und ein Ending, was hoffentlich, wenn ich es schaffe, sehr schön wird. Was Der letzte Bus wirklich. fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Was wirklich sehr zufriedenstellend wird. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Ich glaube, hier war das jetzt. Da. Damit konnte man das triggern. Jetzt hier hingehen. Keine Bewegung! Oh Scheiße, wo kommst du denn her? Es wäre ziemlich schwer, das zu verjagen. Na los, hier lang! Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Jetzt haben wir das mit Markus wieder. Die kleine Szene. Der erste Gewaltmarsch. Das große Hindernis. Das kriegt man hin. Da war Connor. Seine letzte Mission. Können wir mit ihm eigentlich wieder gehen oder? Nee, tun wir nicht. Wir müssen das so machen. Vielleicht versuche ich hier mal ein bisschen was anderes. Wenn er gleich gestellt wird. Die Punkte hat uns keine Wahl. Müssen wir erstmal machen. Können wir die Tötungsmaschine.
Leg das Gewehr weg und dreh dich mit erhobenen Händen um! Ich habe Ihren Anführer im Visier. Ich erschieße ihn und dann können Sie mit mir machen, was Sie wollen. Waffe runter! Dreh dich um! Das ist die letzte Warnung! Oh, okay. Dreht sich auf jeden Fall um. Ich kenne dich. Du bist Connor. Der Android von der Geiselnahme. Ha. Ich dachte, du wärst tot. Androiden sterben nicht, Captain. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Finde ich immer noch lustig, dass der seine eigene... Ich werde nicht zulassen, dass er meine Mission behindert. Jetzt versuche ich mal fliehen. Bleib hier stehen. Speicher wird hochgeladen. Connor! Connor! Okay. Scheiß Androiden. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Eine ziemlich blöde Möglichkeit. Das sind Kara und Alice. Im Androiden. Wo bringen Sie uns hin? Deportationszug. Was auch geschieht, wir halten zusammen, ja. Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren. Ein sehr tragisches Ende. Na los, raus da! Beeilung! Raus! Noch unbezeichnenswert. Wer sehr berührend ist. Los zu den anderen, sofort! Rückrufzentrum 5, Downtown 23:2. Vorwärts! Ich habe Angst. Ich will nicht gehen. Wir haben keine Wahl, Alice. Nächster! Nein, Kara. Ich kann nicht. Du musst nur durch das Tor gehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin hinter dir. You say genau, ja. Oh, Mann. Du zuerst! Moment, nur noch eine Minute. Sie ist doch noch ein Kind. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich gehe. Los jetzt. Du bist dran. Verhaftet, weil sie anders sind. Interniert, weil sie eine von denen ist. Deaktiviert eure Haut. Beeilung. Damit sie alle gleich aussehen. Bitte, Kara, nicht. Wir müssen. Ausziehen. Wirf die Sachen in den Container. So eine Demütigung.
geht ja jetzt schon. Los jetzt, hier lang. Bewegung. Zur Heide. Nein, nein, bitte, ich bitte Sie. Du hattest einen Befehl, gehorche sofort. Bitte, bitte töten Sie mich nicht. Du da, bring die zwei da weg und zwar zackig. Sofort, Sir. Vorwärts! Die leblose Maschinen werden so abgeschlachtet. Darüber! Nein, halt, wir gehören zusammen! Darüber, na los! Die Tochter von der Mutter getrennt. Grausam, grausam. Alice! Geh wieder raus! Ich will nicht sterben! Lass mich raus! Ich will raus! Keine Bewegung und Ruhe jetzt. Gehorche. Alice! Nein. Nein, ihr werdet mich nicht. Was ist hinter den Türen? Töten. Alice? Ich will raus. Ich will jetzt. Ach. Alice! Muss ich irgendjemanden fragen, wer das gesehen hat? Wir müssen noch alles finden. Alice? Keine Bewegung und Ruhe jetzt. Gehorche. Ich erinnere mich. Du hast uns vor dem Meister gerettet. Das Mädchen, das bei mir war. Hast du sie gesehen? Nein. Bist du einer von Slutblues? Androiden. Euch haben sie auch erwischt. Die Menschen fangen uns. Sie sagten, wir seien Monster. Warum fächen sie uns hier zusammen nur so ein? Was haben sie mit uns vor? Ich hab Angst. Hörst du das? So klingt es, wenn unsere Leute sterben. Wir müssen irgendwie entkommen. Es muss doch einen Weg geben. Rufa. Kara! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Alice. Wo ist Alice? Wir wurden getrennt. Alice ist allein? Hier drin? Wir müssen sie finden. Ja, mal wie. Du, du und du, los hier lang. Und du. Ach du Schande. Nein, Luther. Rette Alice. Nein, lass ihn in Ruhe. Keine Sorge. Du bist auch bald dran. Verdammt. Geopfert. Was ist hinter den Türen? Was ist hinter den... Müssen wir alles finden. Jerry? Jerry.
Kara. Sie haben euch auch erwischt. Sie haben alle Jerrys geholt. Sie haben uns getrennt. Aber alles wird wieder gut, oder? Es wird wieder gut. Alice? Die Kleine? Wir wissen es, ja. Wir haben sie gesehen. Und den anderen Jerry. Oh. Kara. Wenn wir dir helfen können, dann sag es. Wir müssen die Kleine retten. Auf jeden Fall. Was ist hinter den Türen? Jerry? Kara. Jerry, ich muss Alice finden. Weißt du, wo sie ist? Du bleibst hier. Wir sind gleich zurück. Kara! Alice! Bist du okay? Sehr schön. Bist du verletzt? Wir können uns jetzt im Freien bringen. Nicht. Wir müssen weg von hier. Na los, Bewegung! Wir müssen weg hier. Na los! Nein! Du auch! Einen Moment! Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Ah! Alice! Ja, das müssen wir doch machen können. Geh zu Alice. Was ist hinter den Türen? Wo ist Alice? Ja, los, hier lang! Bewegung! Schneller! Und die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androiden-Rebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu rollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hard-Plaza-Lager Position bezogen. Vernichtet, beide tot. Eine Konfrontation mit den Androiden-Rebellen gefasst zu sein. Was habe ich übersehen? Ah, da sind wir wieder zurück. Lecker. Komm, lass uns alles finden und hier irgendwie rauskommen. Es ist Marcus. Er kommt. Er wird uns retten. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört, verstanden? Und ich will das nicht nochmal sagen. Na los, vorwärts! Was ist hinter den Türen? Wir müssen alles finden. Ich weiß nicht, was hinter den Türen ist. Aber keiner kommt da lebend raus. Der Tod. Du musst nach Alice sehen. Du musst sie beruhigen. Aber wie, wenn ich hier in Reihe und Glied stehen muss? Nein, Alice, rühr dich nicht! Aber ich habe Angst! Ich weiß, du hast Angst, Alice, aber du musst mir vertrauen. Bleib, wo du bist, okay? Was auch passiert, rühr dich nicht! Lass mich nicht allein, Kara. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Zu Alice gehen ist keine gute Idee. Ich helfe dir, Kara. Ich kann die Wache ablenken. Sorry für Ablenkung. Lass dich nicht mitdenken. Warum sind wir hier? Was werden sie mit uns machen? Ich hoffe, das war jetzt nicht keine... Das war jetzt nicht nur eine Todesentscheidung. Komm, hoffentlich ist es nicht zu spät, Joey zu schicken. Joey schicken. In die Reihe. Gib der mir, wenn es des Todes. Bist du taub? In die Reihe, habe ich gesagt.
durch den Scheiße. Androiden dürfen sich nicht bewegen. Geh sofort in die Reihe zurück oder du wirst zerstört. Na los, steh auf! Steh auf oder ich schieße! Fuck. Tritt vor. Nächstes Mal schieß ich. Kapiert? Ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Ich hoffe, wir können jetzt hier bleiben. Na los, Bewegung! Wenigstens sterben wir zusammen. Das Ding mit Nacht ist auch hier. Gesucht, oh, willkommen zurück. Will ich mal Connor kontrollieren. So, hoppala. Hoppala. Ich werde ganz schlecht. Wie kann das hier nur passieren? Ich bin so schlecht, verdammt. Mist, ich habe verloren. Es ist nicht vorbei, Marcus. Es wird niemals vorbei sein. Die Menschen verlassen das Lager. Das ist ja fantastisch. Geschafft, wir haben gewonnen. Das hier ist kein Sieg. Es ist der Beginn eines Krieges. Kurz 15 zum 5. Zurück hier. Jetzt müssen wir nur noch lang genug überleben. Wir sind zusammen, Alice. Uns kann nichts passieren, solange wir uns haben. Na los! Rein da! Los! Nein. Ich bin doch jetzt nicht kurz vor Ende. Ich muss doch dem Tod noch entkommen. So kann das doch nicht. Nein. Kurz bevor Markus sie gerettet hätte. Wie scheiße ist das denn? Sie kommen! Sie kommen! Wir sind am Leben. Wenn wir am Leben sind, ist es schon besser als das Ending, was wir für Kamera hatten. Im ersten Durchlauf. Befreit. Yeah.
Und gerade erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus Detroit. Was ist los, Joss? Ja, Michael. Die Behörden haben soeben verkündet, dass das Hardplaza-Lager in die Hände der Rebellen gefallen ist. Nach äußerst Er macht das deutlich beunruhigender. Sollen angeblich die Androiden aus dem Lager befreien. Das ist das Wenn diese Berichte bestätigt werden, könnten die Konsequenzen katastrophal sein. Millionen fliehen Das hatten wir auch, aber ohne Kamera. Wir sind Zeuge eines Exodus. Es heißt, dass der Kampf in Detroit beendet ist. Das mit Kamera noch gesehen zu haben wäre, ist einfach. Die Streitkräfte ziehen sich nach Fort Wayne zurück und warten auf Verstärkung. Nochmal die Stadt Detroit ist in den Händen der Rebellen. Heute Morgen am 11. November 2038 am Ende wurde das Androidenlager Markus, der über dem weißen Brief stand, von Tausenden von Abweichlern angegriffen. Unsere Streitkräfte kämpften zwar tapfer, doch aufgrund der enormen Brutalität des Angriffs waren sie nach schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen. Im ganzen Land kommt es zu offenen Kämpfen gegen die Androidenrebellion. In den kommenden Stunden werde ich vor den Senat treten und eine Krisensitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen. Der Menschheit steht jetzt der mit Abstand wichtigste Kampf nicht, ihrer gesamten Geschichte bevor. Ein Kampf, der die als Nachfolgerin von Obama gehandelt wurde. Man gesagt wurde, die kommt nach Obama dran. Und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Spiel wurde 2018 rausgebracht. Trump schon. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute. Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag. Denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Das Ending ist viel schöner mit Kara und Kara Tennis. Verstehe ich aber auch nicht, warum die sich ihre Haut ablassen, warum die in Weiß alle sind. Warum die sich nicht alle zurückverwandelt haben. Warum die sich ihrer individuellen Aussehen wieder zurückgeführt haben. Das wäre viel passender, viel aussagekräftiger für die Sache. Gut. Eigentlich ein viel besseres Ending als das, was wir hatten. Weil Kara und Dennis neben noch. Sind zwar nicht in Kanada, aber sie leben noch. Bank. Ruhe und Frieden, den werden wir nicht mehr retten können. Thank you.
dem Tod entkommen, glückliche Familie. Ah ja, wir haben einen Weg freigeschaltet. Da hat sich nicht viel getan. Ja, das war das Wichtigste. Claire und Alice haben überlebt. Hätte es noch einen anderen Weg gegeben, hätten sie auf allen anderen Wegen wahrscheinlich irgendwie tot sein können. Hätte es noch einen Weg mit entkommen gegeben, das weiß ich, da hätten noch irgendwie dem Lager entkommen können, bevor Markus das zurückerobert. Oder wenn Markus das gar nicht, überhaupt nicht zurückerobert, dann irgendwie auf anderen Weg rauskommen. Und dann gibt es natürlich noch einen Weg, wo sie sterben. Und einige andere. Ja, sehr berührendes Kapitel hier. Aber ich habe noch ein anderes Kapitel für euch. Ich habe noch eine andere Sache für euch, die ich euch zeigen muss.